Nach den Low-Side-Treibern wollen wir uns jetzt auch nochmal die High-Side-Treiber kurz angucken. Das heißt, hier rechts habe ich nochmal die Konfiguration dargestellt. Wir haben hier irgendwo unseren Leistungsschalter. Das heißt, wir haben hier als Beispiel wieder ein MOSFET genommen, den wir einschalten wollen. Und wir brauchen jetzt hier einen Treiber an dieser Stelle, der zurechtkommt mit einem sich ändernden Bezugspotenzial. Das heißt, tatsächlich müssen wir hier die Spannung UGS am MOSFET ändern, um seinen Schaltzustand zu ändern, oder wenn es ein IGBT wäre, die Spannung UGE. Tatsächlich wird sich aber jetzt hier das Bezugspotenzial ändern. Deswegen hatten wir schon gesagt, Highside-Treiber sind etwas komplizierter. Wir brauchen jetzt eine, falls wir wollen, so potenzialfreie Bereitstellung zweier Größen. Und zwar einerseits muss irgendwie unser Steuersignal potenzialfrei geliefert werden. Das heißt tatsächlich, wenn wir uns das angucken, was ist das, dieses Steuersignal? Wir haben hier irgendwo diese Steuerspannung UST. Mach das mal hier so in Klammern hin. Diese muss jetzt hier an der Stelle ja auch irgendwie geliefert werden. Die muss mit diesem springenden Potenzial zurechtkommen. Die darf jetzt nicht hier massebezogen sein, wenn das unsere eigentliche 0 Volt ist, sondern ich muss es schaffen, dass hier die an der Stelle potenzialfrei ist, sich mit dem Bezugspotenzial im Schaltaugenblick ändern kann. Welche Möglichkeiten gibt es da? Im Prinzip können wir hier einen sogenannten Level Shifter einsetzen, so ähnlich wie wir das auch schon bei den Low-Side-Schaltern gesehen haben, das heißt hier ein Pegelwandler, häufig als integrierte Schaltung. Das heißt, wir werden das sehen, wenn wir eine integrierte Schaltung angucken. Dort sind diese Level-Shifter als elektronische Schaltung aufgebaut. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, wir können so eine Signal Übertragung potenzialfrei auch machen mit einem Optokoppler. Das heißt, entweder mit einem ganz einfachen Optokoppler oder mit speziellen Optokopplern mit Schaltsignalen. Es gibt auch bereits Optokoppler für die Leistungselektronik, die dann eigentlich noch diesen Treiberbaustein mit drin haben, wo man dann nur noch eine getrennte Spannungsversorgung braucht. Und eine dritte Möglichkeit wäre ein Signalübertrager. Das heißt, wir nutzen einen Transformator, der gedacht ist, um Impulse zu übertragen, Informationen zu übertragen, hier an der Stelle, um das Signal zu übertragen. Hier hingegen der Optokoppler, was wir symbolisch mit Fotodiode, mit Leuchtdiode und Phototransistor an dieser Stelle in einem Gehäuse, und Level Shifter, Pegelwandler einfach irgendwie als integrierte Schaltung mit Ein- und Ausgängen, wo wir dann hier intern sozusagen irgendein Bauelement haben, was eine hohe Spannung sperren muss. Das ist das eine beim Highside-Treiber. Wir brauchen also die potenzialfreie Bereitstellung der Steuerspannung, aber wir brauchen auch hier eine Versorgungsspannung für diesen IC. Das heißt, für diesen eigentlichen Treiber müssen wir irgendwie die Leistung liefern können, um hier diese Eingangskapazität umzuladen des Leistungsschalters, und dafür wird jetzt eine zusätzliche Versorgungsspannung nötig sein, und die muss auch potenzialfrei sein. Das heißt, ich brauche hier auch eine Energie-Spannungsversorgung, die potenzialfrei ist beim Highside-Treiber, und das macht es dann zusammen mit diesen Steuersignalen insgesamt komplizierter. Was gibt es dort für Möglichkeiten? Es gibt eine sogenannte Bootstrap-Schaltung, vor allem in integrierten Schaltungen, die wollen wir uns detaillierter angucken. Das ist eine Ladungspumpe, wie man auch sagt, eine Schaltung, die sich sozusagen selbst versorgt durch den Schaltvorgang. Das geht aber nicht, falls dieser Leistungsschalter statisch eingeschaltet werden soll. Dann gibt es die Möglichkeit einer isolierten Spannungsversorgung. Das heißt tatsächlich, wenn wir es auch so ähnlich kennenlernen, sozusagen wir nehmen einen isolierten DC-DC-Wandler, der eine potenzialfreie Spannung hier zur Verfügung stellt. Was bedeutet das? Der hat auf der Sekundärseite seinen Masseanschluss, so dass wir den hier an das Bezugspotenzial legen können. Und das Dritte, was wir dann noch haben könnten hier an der Stelle, wäre, dass man tatsächlich einen Impulsübertrager auch nimmt, um die Energieversorgung zu machen. Tatsächlich werden wir uns anschauen, man kann auch an der Stelle Signalübertragung und Energieübertragung mit nur einem so Impulstransformator oder Gate Drive Transformer machen. Schauen wir uns kurz zwei Beispiele an, wie sowas aussehen kann. Das heißt, ich möchte hier mal kurz aufmalen zwei mögliche Konfigurationen, wie sowas aussehen kann. Machen wir eine Konfiguration. Wir haben einen isolierten DC-DC-Wandler für eine galvanisch getrennte Spannungsversorgung. Das heißt, auf der Primärseite wären wir hier bei 0 Volt, hätten hier eine Spannung von plus 15 Volt zum Beispiel bezogen auf diese primärseitige Masse. Auf der Sekundärseite erzeugt er dann wiederum eine
Spannung, aber diese ist jetzt isoliert. Warum? Die bezieht sich jetzt auf die sekundärseitige Klemme. Es wird irgendwo ein Transformator drin sein in diesem DC-DC-Wandler. Also der sei jetzt isoliert. Können wir uns jetzt erst zunächst mal als Baustein vorstellen, der jetzt hier bloß eine isolierte Spannung erzeugt. Aber Achtung, nicht auf das Bezugspotenzial hier primärseitig, sondern auf diese sozusagen hier an der Stelle offene Klemme auf meinem Bezugspotenzial sekundärseitig. Und die Signalübertragung könnten wir dann machen mit einem Block. Machen wir hier mit so einem Optokoppler. Das heißt hier, sagen wir wie vorher dargestellt, das wäre jetzt eine Leuchtdiode integriert und ich hätte dann hier an der Stelle zum Beispiel bloß einen Phototransistor an dieser Stelle, der jetzt hier nach außen angeschlossen ist. Tatsächlich, wie gesagt, werden wir entweder digitale an dieser Stelle Optokoppler haben, so analoge Optokoppler sind nicht sehr gut, was die Signalübertragung betrifft. Werden wir sehen, dass wir einen haben, der sozusagen digitale Impulse übertragen kann, aber prinzipiell würde es jetzt auch so gehen. Dann werden wir hier irgendwo einen Pull-up-Widerstand haben. Den könnten wir jetzt beziehen, zum Beispiel auf unsere plus 15 Volt hier, unsere isolierte Spannung. Und wir haben hier einen, in Anführungszeichen, zweiten Anschluss des Transistors, des Phototransistors an seinem Emitteranschluss und der würde jetzt an dieses Bezugspotenzial gelegt. Und dann hätten wir hier tatsächlich galvanisch getrennt übertragen ein Steuersignal. Das heißt, hier vorne hätten wir ein ursprüngliches primärseitig bezogenes Steuersignal angelegt, zum Beispiel von einem Mikrocontroller oder sonst was. Und hier auf der Sekundärseite haben wir dann ein Steuersignal jetzt bezogen auf dieses sekundärseitige Bezugspotenzial. Und dann könnte man hier zum Beispiel einen einfachen Low-Side-Treiber nehmen an der Stelle, den wir versorgen über diese isolierte Spannung, die plus 15 Volt isoliert. Der zweite Anschluss sozusagen hier die Zugsspannung hier an Masse, seine internen Ground hätten hier sozusagen an den Eingang das isolierte Steuersignal, nennen wir das U-Steuer-ISO, und könnten dann jetzt hier zum Beispiel über irgendein Beschaltungsnetzwerk wieder auf unser Leistungsbauelement gehen, hier jetzt als Beispiel ein IGBT, und schließen dann hier das Bezugspotenzial an dieser Stelle an den Emitteranschluss dieses IGBTs an. Und hier unten wäre irgendwo unsere Last. Hier oben wäre dann zum Beispiel eine hohe Spannung, 400 Volt, 800 Volt oder sonst was, und könnten dann hier galvanisch getrennt das ansteuern. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, hier isolierter DC-DC-Wandler, um die Spannungsversorgung zu realisieren, Signalübertragung mit einem Optokoppler. Und eine zweite Möglichkeit wäre jetzt zum Beispiel, dass wir nur irgendwie ein Signal- und Energieübertragung mit einem Impulstransformator machen. Das heißt, hier tatsächlich ein Transformator, der gedacht ist, um in einem gewissen Frequenzbereich rechteckförmige Impulse zu übertragen. Könnte man sich dann so vorstellen, ein- und ausgangsseitig zwei Koppelkapazitäten mit einer Diode dran, das ist jetzt, um hier eine Impulsregeneration zu machen. Das heißt, hier vorne könnte man wieder mit einem Steuersignal draufgeben. Achtung, dieses Steuersignal müsste jetzt schon entsprechend eine Amplitude haben, pulsweitenmodulierte Signal sein, um natürlich diesen Impulsübertrager ansteuern zu können. Das heißt, gegebenenfalls müssen wir da schon vorher vielleicht noch eine Treiberstufe oder sowas haben. Und dann könnten wir an dieser Stelle hier wieder über einen Vorwiderstand zum Beispiel auf ein MOSFET-Gate gehen, auf einen Leistungstransistor und hätten dann auch hier eine Ansteuerung an dieser Stelle, die galvanisch getrennt ist bzw. potenzialfrei ist. Und diese Sekundärseite, dort haben wir dann wieder so diese isolierte Ansteuerspannung. Die Energie, die jetzt benötigt wird, um hier das Gate umzuladen, wird aber in diesem Fall geliefert, auch über den gleichen Transformator, der hier auch die Ansteuerung liefert. Das wäre eine zweite Möglichkeit, wobei in der Praxis natürlich hier noch weitere Effekte zu beachten ist. Bloß die Idee, wie wir das realisieren können. Eine andere Möglichkeit, um eine Ansteuerschaltung zu realisieren, die heute auch häufig verwendet wird heutzutage, ist, dass man einen integrierten Ansteuer-IC benutzt und viele davon benutzen heutzutage eine sogenannte Bootstrap-Schaltung. Das heißt, eine Spannungsversorgung, die selber durch den Schaltvorgang erzeugt wird. Das ist dann möglich, falls man keine direkte galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang benötigt. Das heißt, tatsächlich haben wir einen integrierten Schaltkreis, über dem halt diese Spannung abfällt, aber es ist nicht so, dass wir direkt getrennt sind. Das heißt, wenn dieser integrierte Schaltkreis, dieser Ansteuer-IC kaputt geht, aufgrund zum Beispiel einem Durchschlag dieses Leistungsbauelements, dann haben wir potenziell auch die Gefahr, dass diese hohe Spannung, die Versorgungsspannung,
zurückwirkt im schlimmsten Fall auf die primärseitige Ansteuerung, wo dann unsere zum Beispiel signalverarbeitende Elektronik dranhängt. Hier ist es mal dargestellt, wie das aussieht. Tatsächlich haben wir irgendeine Treiberschaltung und diese ist dadurch gekennzeichnet, dass wir hier so eine Kombination aus einer Diode und einer Kapazität haben, die an eine Spannungsversorgung angeschlossen ist, die sich wiederum bezieht auf eine Bezugsmasse, hier 0 Volt primärseitig, und wir erzeugen dann an dieser Stelle eine Spannung für einen Treiber. Das heißt, das hier könnte ein normaler Low-Side-Treiber sein. Wir erzeugen eine Spannung, eine isolierte Spannung über diesem Kondensator. Das heißt, über dem werden circa plus 15 Volt abfallen und diese Spannung wird im Schaltaugenblick mit der Veränderung des Bezugspotenzials sich hier auch ändern. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, man erzeugt selber eine Versorgungsspannung durch den Schaltvorgang dieses Schalters S für den eigentlichen Treiber, der an dieser Stelle den Schalter ansteuert und kann dann sozusagen aus diesem Kondensator Energie nehmen, um den Schalter ein- und auszuschalten. Tatsächlich im Wesentlichen fürs Einschalten. Natürlich brauchen wir für die Selbstversorgung auch ein bisschen Energie, um ihn ausschalten zu können. Man braucht aber keine zusätzliche Spannungsversorgung, keinen DC-DC-Wandler, sondern im Prinzip bloß zwei Komponenten. Das ist dieses Bootstrap-Schaltungsprinzip. Von der Idee her, beim Auszustand des Schalters, gucken wir uns gleich nochmal im Detail, wird dieser Kondensator aufgeladen. Beim Einzustand des Schalters wird diese Diode desperren und man erzeugt damit eine Spannung für den Treiber, die um plus, in diesem Fall plus 15 Volt, immer oberhalb dieses Bezugspotenzials liegt, weil der Kondensator die Energie speichert und damit können wir dann an dieser Stelle den Treiber ausreichend lange versorgen, um diesen Schalter eingeschaltet zu lassen. Was gibt es hier für Nachteile an diesem Prinzip? Man muss wissen, dieses Prinzip eignet sich dann nicht, wenn wir einen statischen Einzustand dieses Schalters S benötigen, weil tatsächlich muss dieser Kondensator zyklisch immer wieder aufgeladen werden. Das heißt, tatsächlich im Auszustand des Schalters wird er aufgeladen. Wenn wir diesen Zustand nicht haben, wird sich mit der Zeit dieser Kondensator über die Versorgung des Treibers hier entladen, weil hier irgendwo ein Versorgungsstrom in den Treiber reinfließt und mit der Zeit diesen Kondensator entlädt. Und man benötigt dann auch eine Mindestausschaltzeit dieses Transistors, das heißt, man kann typischerweise nicht mit Tastverhältnissen, die gegen 100% gehen, fahren. Man braucht eine Mindestzeitdauer, um diesen Kondensator wieder aufzuladen. Der Vorteil ist tatsächlich, es ist relativ einfach zu realisieren und man braucht nur noch eine Signalanpassung mit einem Level Shifter, eine Pegelanpassung des Logiksignals, um dann einen Treiber zu realisieren. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Dazu habe ich jetzt hier zwei Schaltzustände dargestellt. Ich habe jetzt hier in beiden Fällen den MOSFET bzw. den Leistungsschalter ersetzt durch an dieser Stelle den idealen Schalter. Das heißt, dort und hier drüben haben wir einerseits einen geschlossenen Schalter, wenn er eingeschaltet ist, und im anderen Fall eine Unterbrechung, wenn jetzt der Schalter ausgeschaltet ist. Und wir wollen uns mal angucken, was passiert. Tatsächlich hier auf der linken Seite haben wir diese Nachladephase für diesen Kondensator. Ist der Schalter geöffnet, wird durch diesen Schalter kein Strom fließen. Das heißt, hier ist der Strom 0. Wenn durch diesen Schalter kein Strom fließt, wird jetzt, wenn wir erstmal diese linke Schaltung vernachlässigen, nehmen wir an, die wäre nicht angeschlossen, wird auch hier durch den Lastwiderstand praktisch kein Strom fließen. Ich habe hier ungefähr I gleich 0. Wenn aber kein Strom hier fließt, kriegen wir eine Spannung von 0 Volt über diesem Lastwiderstand. Was bedeutet das? Das Potenzial an diesem Punkt ist gleich wie die Bezugsmasse. Definieren wir unsere Bezugsmasse mit 0 Volt, habe ich hier auch das Potenzial von 0 Volt. Was bedeutet das? Diese Diode hier oben, wenn wir annehmen, der Kondensator ist entladen, ist in Flussrichtung gepolt. Ich habe hier plus 15 Volt. Auf der Kathodenseite eine Spannung, die sozusagen bezogen ist auf 0 Volt. Dann habe ich hier so einen Spitzenwertgleichrichter, wie wir das aus der Elektronik kennen. Und tatsächlich wird sich dann hier dieser Kondensator aufladen. Ich kriege dann hier eine Spannung knapp unter den 15 Volt, je nachdem, wie weit sich das aufladen kann, wenn diese Diode ausschaltet. Und ich werde hier ungefähr plus 15 Volt kriegen. Das heißt, der Kondensator wird sich aufladen auf einen Wert von 15 Volt, eigentlich minus der Diodenspannung, die wir dort haben. Tatsächlich wird es etwas weniger sein als die Diodenspannung von 0,7 Volt, weil die Diode ja schon ein bisschen leitet bei kleineren Strömen. Das heißt, tatsächlich in dieser Phase kann sich der Kondensator aufladen auf eine Spannung in etwa von diesen 15 Volt. Was passiert jetzt, wenn der Schalter einschaltet? Wenn der Schalter einschaltet,
dann ändert sich hier das Bezugspotenzial. Das heißt, bei eingeschaltetem Schalter nehmen wir an, ich kriege hier auf einmal einen Spannungsabfall von 0 Volt über dem Schalter. Dann wird dieses Potenzial hier angehoben auf einen Wert, der gleich UB meiner Versorgungsspannung ist. Ja, ich habe hier keinen Spannungsabfall mehr. Das heißt, die Maschenregel sagt mir an dieser Stelle, dieser Spannungsabfall muss gleich groß wie der sein. Vorher fällt die gesamte Spannung am Schalter ab. Jetzt muss die gesamte Spannung am Lastwiderstand abfallen. Das heißt, auch dieses Potenzial ist auf UB. Jetzt passiert aber Folgendes: Am Kondensator kann die Spannung nicht springen. Der Kondensator ist ein Energiespeicher und die Energie ist im elektrischen Feld gespeichert. Die energietragende Größe ist die Spannung. Diese wird sich nicht schlagartig ändern. Was heißt das? Über dem Kondensator kriegen wir einen Spannungsabfall von 15 Volt. Dieser Punkt springt auf einen Wert von plus UB plus 15 Volt in etwa, wenn der Kondensator auf 15 Volt aufgeladen war. Das heißt, ich habe jetzt auf einmal eine Diode, wo an der Anode 15 Volt anliegen, weiterhin bezogen auf Masse, aber an der Kathode jetzt eine Spannung plus UB plus 15 Volt. Das heißt, tatsächlich kriege ich hier eine Sperrspannung an der Diode, die gleich groß ist wie die Versorgungsspannung UB, die ich hier habe. Das heißt, diese Diode muss die hohe Versorgungsspannung sperren können. Aber ich habe weiterhin hier an der Stelle nur einen Spannungsabfall von 15 Volt und kann damit den Treiber versorgen, der diesen Schalter geschlossen hält. Und tatsächlich, wenn ich zwischen diesen beiden Zuständen hin und her wechsle, kann ich damit sozusagen immer in der einen Phase hier den Kondensator aufladen. In der anderen Phase habe ich dann die Energie in dem Kondensator. Hier fließt kein Strom, aber ich kann damit meine Treiberschaltung versorgen, damit den Schalter aufrechterhalten. Das heißt, solange ich hier hin und her schalte und eine gewisse Mindestzeit in dieser Nachladephase bleibe, kann ich den Kondensator vollständig aufladen, um damit meinen an dieser Stelle Transistor einzuschalten. Und das ist dieses Bootstrap-Schaltungsprinzip, das sehr häufig in integrierten oder bei integrierten Ansteuer-ICs für Highside-Ansteuerungen benutzt wird, wo dann wir sehr einfache Komplettlösung haben, um einen Highside-Schalter anzusteuern.